Welcome home to the new millennium. Bald ist es soweit. Und jede Gelegenheit zu feiern wird genutzt, wie zum Beispiel heute im Ferry-Tussiker-Stadion in Wien beim Millennium Dome Event. Skateboard Contest, Snowboard Contest, Apollo 440 und massive Töne live in Konzert. Und das alles werdet ihr gleich zu sehen kriegen. Skateboard-Elite zeigen heute auf einem Parcours, der maximale Anforderungen an Equipment und Rider stellt, fette Skills und Styles. Sie kämpfen um die heiß begehrte, mit 50.000 Schilling dotierte Millennium Trophy. Mach mal langsam, Achtung, das ist erst der Anfang. Ich tanz nur mit dir die ganze Nacht, ja, du kannst mir. Was? Das sind hohe Erwartungen nach dir. Mach mich an, ich bin voller Überraschungen. Scheiß auf Richtlinien und heb die Stimmung an mit Erfrischungen. Es kommt immer auf die Mischung an, chill, wie auch immer man. Und check die Schwingungen, unbedingt. Im Moment sind das die Bedingungen, baby. Hallo Roman Hagel, du hast doch heute wieder gewonnen. Wie ist es für dich? Wird schon Fahrt? Es war ziemlich stressig. Es war eine relativ kurze Zeit zum Fahren und ja, ich meine, der bessere gewinnt und es war das Glück auf meiner Seite. Wien war sehr cool. Also ich, darf ich ehrlich sein? Ich habe immer ein bisschen vorbehalten. Ja, Wien ist immer schwer. It's very difficult in Vienna, so I speak English because Internet is international. Aber Wien war cool heute. Auf jeden Fall. Komm her und die Musik zieht an wie ein Magnet. Komm her und dein Genick weiß, was geht. Am Start die massiven extra, extra large. Komm schon, baby, beweg deine Art. Wie viele Stunden trainiert ihr? Früher waren es 3-4 Stunden. Jetzt sind es halt nur noch 1, 2, aber jeden Tag halt auf jeden Daniel Frank, which is one of the greatest snowboard stars. So, could you tell us how was it for you today? Actually, it's my first time in Vienna. It's a beautiful city, so I'm stoked to be here. Wie ist es zu dieser Idee gekommen und wann war es soweit, dass man gesagt hat, genau, massive Töne, Apollo 440, die Skateboarder und die Snowboarder zu verbinden? Ne? Naja, im Grunde genommen war es so, dass es gibt ja, wie die Vizebürgermeisterin Grete Lasker gesagt hat, jedes Jahr Jungbürgerinnenveranstaltungen für alle jungen Wiener und Wienerinnen, die 19 wären, und man möchte denen was bieten. Tonight you're gonna play for a bunch of crazy skaters and snowboarders. Is that for you a typical audience? All across Europe, you know, skateboarding and snowboarding is really popular, and you know, the baggy trousers and everything else. So.
it's kind of a, you know, it's the youth, innit? What is your part in the band? Oh God, of course the most important part of the band. When it actually comes to playing live though, I play guitar, so I get to run around with my radio mic strapped on and put the foot on the monitor. Showtime. Do you prefer to play live or to work in the studio? Well, I'm a studio guy. I mean, my background is production and engineering and all that. You know, I like sitting up all night twiddling knobs, basically. Das waren sie, die genialen Apollo 440. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, schaut euch unsere Archivbeiträge an. Und vergesst nicht, uns zu schreiben. Die Adresse seht ihr gleich. Bis zum nächsten Mal auf Web Free TV. Ciao.